Jesuitenhütte. Weißt du, wir haben hier nur geistige Nahrung, ne? Tschüss. Wir sind hier in St. Pauli auf dem Hein-Köllisch-Platz, sitzen vor dem Kunstimbiss. Gitte Jabs, Gitte, du wohnst auch hier auf St. Pauli. Ich bin sehr gerne auf St. Pauli. Wir sitzen halt hier mitten auf dem Platz. Die Leute sitzen hier, trinken Bier zusammen, trinken Kaffee. Es ist überhaupt nicht anonym, wie man es vielleicht in einer Stadt überlegen würde. Spielt der Ort, an dem du lebst, in deine Arbeit mit rein? Auf jeden Fall. Und aber deswegen wohne ich wahrscheinlich auch hier. Also es spielt alles ineinander. Ich mache Aquarelle, Malerei hauptsächlich, abstrakte Malerei, aber auch figurative. Und mache Installationen mit Objekten und Licht. Ich finde es immer schön, sehr einfache Sachen zu machen. Landschaftsmalerei und Stillleben, die aber vielleicht nicht ganz so traditionell aussehen, wie es jetzt klingt. Mhm. Ich mag dieses Basische, dass man halt jetzt nicht versucht, in der Kunst irgendwie das Rad neu zu erfinden und zu denken, okay, was gibt es noch nicht, was kann ich machen, was ganz abgefahren ist oder so, sondern einfach das zu machen, was es eigentlich schon gibt, nur eben mit einem neuen Blickpunkt oder Gesichtspunkt oder so. Das war ein paar Jahre her, da habe ich irgendwie mir Gedanken über Kunst gemacht und gleichzeitig über Fernsehen geguckt und habe irgendwie Simpsons geguckt. Habe halt im Hintergrund über dem Sofa so ein Bild gesehen, wo der Zeichner einfach überhaupt nicht intendiert hat, Kunst zu machen, sondern er wollte einfach nur ein Bild von einem Bild malen. Hat er so ganz schnell irgendwie so ein Berge, Sonne, Rahmen drum. Und ich dachte, wow, toll, so Bilder will ich machen. Nichts Besonderes schaffen, sondern so was Einfaches möchte ich machen. Und ich habe im Moment so verschiedene Serien oder verschiedene Linien oder so, kann man vielleicht sagen. Das ist einmal die Landschaftsmalerei, die für mich eigentlich so was wie abstrakte Bilder sind. Irgendwie sind das die Bilder, die bei den Simpsons sind? Am Anfang waren sie es wirklich. Ja. Am Anfang, also ich habe bei Anselm Reile studiert, der auch relativ konzeptuell auch arbeitet. Und das hat mich damals auch viel beeinflusst. Da habe ich tatsächlich das kopiert. Und habe gesagt, okay, ich nehme mich als Künstlerin total zurück. Ich kopiere wirklich dieses Bild. Mhm. Ja, mittlerweile habe ich gemerkt, das Kopieren oder dieses Handschriftwecken ist mir gar nicht so wichtig. Mir geht es einfach um die einfachen Formen. So dass sich das ein bisschen gewandelt hat, dass ich die Form mir selbst überlege. Mhm. Und das hat Anklang an diese Bilder noch. Man kann es von Landschaften erkennen. Mir ist es aber eigentlich wichtig dabei, was passiert mit der Farbe. Oder was sage ich durch die Farbatmosphäre. Irgendwie, okay, ist es ein Blau? Ist es ein Dunkelblau? Nein, ich glaube doch, mit einem türkisen Himmel. Und dann gibt es diverse Vorstudien, bis ich dann zu einem bestimmten Farbkanon gekommen bin, sodass diese Landschaftsmalerei eigentlich eher so für mich ist wie so eine Schablone, in die ich meine Farben reintun kann. Ich finde das ganz interessant, diese Bilder zu sehen, denn die, also für mich wirken die, also in mir rufen die eine ganz seltsame Stimmung hervor. Und ich habe mich gefragt, ob das auch Absicht ist von dir. Denn die wirken unheimlich flach, ne? Ich finde es immer gut, wenn die Oberfläche eigentlich gar nicht so wirklich spricht, sondern möglichst nur die Farbe. Das ist im Grunde vielleicht der Versuch. Es ist manchmal, wenn man bestimmte Farben hat, prallt es vielleicht ab. In manche fällt man eher rein. Mhm. Also wenn man jetzt ein mattes, tiefes Schwarz hat, ist es eher, dass so manche Flächen nach vorne gehen, manche gehen nach hinten. Mhm. Darum geht es auch. Man muss ja nicht bei allen abprallen. Was hat sich verändert in deiner Arbeitsweise? Auch nach dem Studium? Irgendwie steht man dann, ja, ist man auf sich allein zurückgeworfen. Als erstes habe ich mir einen Job gesucht, irgendwie, um halt auch unabhängig zu sein, um unabhängig Kunst machen zu können von Geld. Also erstmal, dass geklärt ist, dass ich erstmal ein bisschen Geld habe. Ich wollte so nach dem Studium erstmal irgendwie so 2 Jahre oder sowas, um ein bisschen so klar zu kommen, um zu überlegen, was ich mache. Habe in den Jahren auch angefangen, figurativ zu malen, was während des Studiums überhaupt nicht so war. Und das hat mir sehr gefehlt. Ich wusste nur nicht, wie es zusammenkommt. Wenn wir jetzt mal die Aquarellmalereien angucken, die sind ja ganz gespielt mit Worten. Und es ist auch immer irgendwie ganz schön ironisch und auch ein bisschen böse, was du da dem Publikum präsentierst. Ja, das ist auch dieser Konflikt eigentlich zwischen dem Abstrakten und dem Figurativen, der einfach in meiner Person auch ist. Bei dem Figurativen ist es eher so, manche Dinge in der Gesellschaft berühren mich oder irgendwas passiert, dass ich damit arbeiten muss.
weil das sehr konkret ist. Und das ist oft Gesellschaftskritik im weitesten Sinne, kann man sagen. Das hat in meinen abstrakten Arbeiten überhaupt nichts, eigentlich nichts zu suchen. Aber bei den Aquarellen und so, das sind dann Sachen, die mich irgendwie, wo ich die verarbeiten muss. Ja, wie sieht das in deinem Atelier aus? Sind dann irgendwie sind dann verschiedene angefangene Bilder sozusagen nebeneinander und je nach Stimmung beschäftigst du dich dann mit einem oder dem anderen Thema? Ich finde die figurativen Sachen oft schwieriger, weil ich nur etwas Figuratives machen möchte, wenn es wirklich eine gute Idee ist. Das kann ich nicht einfach so aus dem Ärmel zaubern. Wenn ich da aber keine Idee habe und mich nichts anspringt aus der Gesellschaft, dann kann ich halt hingehen und was Abstraktes malen. Also Du hast gerade gesagt, also so, es gibt hier alles, es ist irgendwie sehr dörflich. Man kann zum Imbiss gehen, wenn man zum Kunstimbiss geht. Was findet man dann von dir hier? Das habe ich heute neue mitgebracht. Das ist ein Druck von einem meiner Aquarelle. Den Titel kann man sich vielleicht denken. Wohlstand. Für wen malst du? Malst du für dich? Malst du für ein Publikum? Malst du für alle, die zu meiner Ausstellung kommen wollen? Ich denke, okay, ich will jetzt die und die Leute ansprechen. Ich versuche ja kein Zielpublikum aufzustellen, eine Zielgruppe anzusprechen oder so, sondern das ist ja erstmal das, was ich sagen will. Und wer das anschauen möchte, der kann es dann anschauen. Ich rufe das eher so in die Welt rein. Und wenn es ein Echo gibt oder wenn das jemand interessant findet, das ist toll. Gibt es Reaktionen auf deine Bilder, die so hängen geblieben sind, so, die so ganz, ich weiß, ganz eindrückliche Reaktionen vielleicht auch auf? Also bei den figurativen Arbeiten sind die Leute ehrlich gesagt eher relativ vorsichtig. Und die Landschaften sind ja nicht so, dass sie einen jetzt zu einer Kritik herausfordern. Obwohl viele von den Landschaften genervt sind eigentlich. Ja? Also ja, weil das ist ja im Grunde kein neues Sujet. Also, und das bekommst du auch zu spüren, dieses Genervtsein? Ja, schon. Ist natürlich auch die ganze Geschichte mit Pop und irgendwie nichts Besonderes zu machen oder Sachen, die man vervielfältigen kann und so. Das ist ja schon kunstgeschichtlich irgendwo, dockt das ja an. Und da gibt es halt Leute, die können da gar nichts mit anfangen. Die finden das Farbflächen hat sich erledigt, das ist irgendwie Moderne oder irgendwie, oder Pop auch. Wir sind Post-Pop oder so. Na klar gibt es Resonanz. Aber auf die figurativen Sachen nicht so, komischerweise. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil man sich dazu nicht so einfach positionieren kann. Man muss sich sehr persönlich dazu positionieren. Und viele in der Kunst finden es immer toll, wenn man das in so einen Geschichtskontext einbinden kann und kann halt darüber schreiben und das intellektuell, konzeptuell irgendwie erklären. Und das ist bei figurativen Arbeiten halt nicht so. Da muss man sagen, okay, ha, lustiger Witz oder irgendwie interessiert mich oder nicht. Ich finde viel persönlichere Art, sich damit auseinanderzusetzen. Und das machen viele einfach gar nicht. Was sehr unsicher ist, sehr unsicher. Darstellung von medialen, nicht verbreiteten Bildern oder vermeintlich, das frage ich mich dann, also kenne ich das Bild oder sieht es so aus, als ob ich es kenne? Und also ich denke da zum Beispiel irgendwie an Barack Obama irgendwie umringt von Milchgläsern. Das ist erstmal ein Bild, was mir erstmal gar nicht so auffällt, wie absurd das eigentlich aussieht und erst so im Nachhinein wirkt das eigentlich so nah. Das ist diese Irritation, die ich auch meinte, die mich auch anspringt. Also nur wenn mich etwas irritiert in der Gesellschaft, mache ich davon ein Bild. Wenn ich damit zufrieden bin und finde es toll, dann ist es langweilig eigentlich. Ich habe Barack Obama nie getroffen. Ich habe auch die Mona Lisa nie gesehen. Aber alle denken, ja klar, kenne ich. Aber kennt man nicht. Das kennt man nur durch die Bilder. Also es geht halt viel auch darum, skeptisch zu sein gegenüber Bildern, die man glaubt zu kennen. Und zu sagen, das ist irgendwie komisch, guck doch nochmal genau hin. Ist es wirklich so? So wie du deine Herangehensweise an diese Bilder beschreibst, so sind dann auch so deine Stillleben eigentlich auch so irgendwie für mich so aufgetaucht. Dass ja auch, zumindest so nehme ich es wahr, irgendwie auch so ein Zusammensuchen eigentlich von so ganz erstmal willkürlich erscheinenden Gegenständen sind. Jetzt hier um ein Kopfkino irgendwie beim Betrachter.
Ja, eigentlich ja. Aber das ist so ähnlich wie bei den Landschaften, halt wirklich zu versuchen oder zu überlegen, okay, wenn ich jetzt diese Farbe nehme und ich nehme diesen Gegenstand oder nehme diese Farbe dazu, was entsteht am Ende für eine Stimmung, einen Eindruck, auch ein Zeitalter. Farben stehen ja auch für Jahrzehnte. Und jeder weiß genau, was man meint. Man weiß auch nicht, woher man das weiß. Mhm. Arbeitest du immer allein? Ich persönlich in meiner Kunst, vom Prinzip her schon. Was wir haben, ist aber eine Zusammenarbeit mit mehreren Künstlerinnen. Mittlerweile sind wir fast 20 in Hamburg und Berlin verteilt. Das ist eine offene Plattform, die sich mit Kunst und Feminismus auseinandersetzt. Wie kam die zustande? Mit meiner Freundin kurz nach dem Studium haben wir halt festgestellt, irgendwie, wir sind nicht zufrieden mit der Situation. Wir haben Teilzeitjobs, keine Jobs, Hartz IV, Familie oder nicht. Die gleichen Fragen, die sich schon Generationen vor uns als Frauen, oft als Frauen gestellt haben. Und dann haben wir halt festgestellt, wir wollen uns einfach nochmal mit Feminismus hardcore auseinandersetzen. Es läuft einfach nicht alles glatt. Mhm. Ich habe lange Zeit gedacht, wieso läuft doch alles okay. Ich kann machen, was ich will, kann man aber nur in bestimmten Grenzen. Wer ist ein Call? Ja. Wir haben das Gespräch quasi über das Thema zum Programm gemacht. Das in den Diskussionen, wo wir über Feminismus geredet haben, ist zwischen uns halt so viel passiert, dass wir gesagt haben, eigentlich ist das schon die Arbeit. Wir machen was zusammen. Und wir können untereinander supporten, Sachen aufklären, werden befreundet. Dass einfach so eine Loyalität untereinander total wichtig ist. Auch unter Frauen. Es ist irgendwie oft so, dass da nicht so eine Kumpelschaft irgendwie hat, nur das Gefühl entsteht. Und auch so ein Selbstvertrauen in die eigene Leistung haben. Und dieses Ganze, das versuchen wir halt wirklich zu explizit zu fördern und zu machen. Mhm. Oberthema ist immer Feminismus. Wir sind Fans von Feminismus. Wir wollen ein Echo haben. Was ist Feminismus gerade für die Leute? Wir haben eine super schöne Eröffnungsparty hier in der Ritze auf St. Pauli im Boxkeller. Voll Testosteron getränkt. Der Keller ist einmal großartig. Und wir haben dann in dem Keller sozusagen einen Fight aufgeführt. Also, dass wir halt so eine Art Opposition halt stellen wollen. Also. Und Call ist von Frauen für Frauen? Sind Männer auch eingeladen? Also dürfen Männer da auch publizieren und ausstellen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wenn auf der einen Seite sich was verändert, verändert sich auf der anderen Seite natürlich auch was auch cool sein kann für Männer. Es ist nur naheliegender für Frauen, deswegen sind wir mehr. Aber erlaubt es alles. Also es ist wirklich so ein Unterstützungssystem, was ihr da... Ja, Loyalität, dass man halt einfach sagt, hey, wir stecken alle im gleichen Boot. Mhm. Und wenn wir es irgendwie verändern können, dann lass uns das machen. Ich meine, das Ding ist halt, alleine kannst du halt nie was ändern. Wenn du ein Individuum bist und stehst alleine mit einer Meinung da, dann kannst du das nicht machen. Also du musst das irgendwie mit Leuten kommunizieren und irgendwie da Verknüpfungen oder so herstellen. Also ich finde deswegen halt so Sachen wie den Kunstimbiss cool, weil das eine Eigeninitiative ist, man sich selbstständig macht und nimmt es selbst in die Hand. Also dann demnächst. Wir haben Kunstimbiss. Ja, ja. Vielen Dank. Ja, danke dir.